Okay, alte Freunde. Schöne Sonne. Jodie, meine kleine Prinzessin. Oh, oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Dich konnte ich schon immer leiden. Und es Ich war tut dir leid, dass du besorgt. ihn in den Wald Sie geschickt suchen hast. nach mir. Richtig, das war voll Ich musste fies. weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Klassifizier Art. mich. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du Ich gerne suche willst. nicht nach Antworten. Aber Hauptsache Ich will Antworten. sie einfach sehen. Ja, oder das. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Ah, bin Die gut. werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Dann brechen wir jetzt in eine Hochsicherheitsanstalt ein. Tu das. Ist auch nichts Neues. Hey. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Wir sind doch nie allein.
weiß echt nicht, Jody. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Cole, du leitest ein Labor. Wir sind eine CIA-Agentin. Du bist gesucht. Jody, welche Rede soll ich noch drücken? Danke. Vielleicht muss ich mal ein bisschen länger gedrückt halten. Ich meine, Cole arbeitet für die Veranstaltung da hier, die das Ganze leitet. Ja, aber ich... Du bist gesucht. Hat mich noch nie davon abgehalten, irgendwo reinzukommen. Das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Bist verrannt für ein Geräusch. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Cole, ich brauche den korrekten Erlaubnisschein. Hast du auch nicht? Okay. Okay, ich probiere es nochmal. Hallo? Das ist meine Steckdose, kein Punkt. Mein Freund, ich tue das nur äußerst ungern. Du kannst nichts dafür. Sie können jetzt. Hey, in welchem Zimmer liegt sie denn? Ich find's raus. Da ist ein Punkt über deine Hände. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. So weit, so gut. Was jetzt? Öffne irgendwie diese Tür. Gut, dass der so auf seinen Bildschirm konzentriert ist. Kollege, ist das dein Knopf? Sieh dich mal um. So wie der konzentriert auf seinen Bildschirm starrt, könntest du unterm Fenster lang robben. Richtig. Gott, verdammt. Security? Ja, ich spiele ich Telefonstreiche. Das passiert also, wenn die Technik rumzickt. Es muss irgendwas geben. Normalerweise zickt meine Technik selten auf die Art und Weise rum. Oh, jetzt komm schon. Ist ein Computer ausgeschaltet? Ja. Boink. Komm schon, da geht was. Ich wusste es immer. Computer am Arbeitsplatz sind eine schlechte Idee. Es muss irgendwas geben. Warte, ich lenke ihn nochmal ab. Wow, wo bin ich? Hi. Hi, Jody! Kartenlesegerät, okay. Oh mein Gott, Jody, ich habe einen Getränkeautomaten gefunden. Okay, das hilft dir nicht weiter.
Dir auch nicht. Unterm Schreibtisch, deshalb konntest du da einfach so lang laufen. Richtig. Ich befürchte, ich habe den PC nicht nur ausgemacht. Okay, Jody, ich weiß nicht, was ich tun kann, aber ich tue mein Bestes. Ist wie mit der Leiter, weißt du? Naja, immerhin stehst du schon in diesem Schleusengedöns drin. Richtig. Oh, ich habe übrigens mal geguckt, es gibt tatsächlich vom Death Note Anime eine deutsche Synchronisation. Die möchte ich mir eigentlich mal angucken. Aus einem einzigen Grund. Der Synchronsprecher, der Light spricht, ich habe mal geguckt, was der sonst so gesprochen hat, um ihn einschätzen zu können. Tristan Taylor. Wenn ich jetzt jemals den Anime von Yu-Gi-Oh! Auf Deutsch hätte. Ja, was soll das? Sehr ähnliche Rollen. Entweder sehr talentiert oder... Oha. Hier ist noch was? Hm? Hat sich da was bewegt? Na klar, der Bildschirmrand bewegt sich die ganze Zeit. Der könnte uns die Tür aufmachen. Ja. Gesundheit. Danke. Jetzt muss ich irgendwie Lärm machen, um den anzulocken. Blödkopf! Lass mich so sagen. Falsche Richtung. Ich weiß, auch du machst nur deinen Job. Aber das könnte man auch über mich sagen. Jetzt stelle ich mich in eine Ecke und schäme mich. Können die sich alle glücklich schätzen, dass er nur noch das Knöpfchen drücken muss und dass er nicht noch Fingerabdruck sonst was hast? Nein, das war nicht das Zimmer, wo Mutter wohnt. Scheiße. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Ich würde sagen, es war irgendwas mit 40. 38. 39. Cole, ich hab's. Ich warte hier. Jody, du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Doch. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Mom, ich bin's. Jody,
vielleicht musst du die auch mal gedrückt halten. Ja, mach ich ja! Es passiert ja nichts! Dann teste mal, ob du was mit Eiden machen kannst. Nein! Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber das ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's nie überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Bringt das Baby hier raus! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Wenn wir so weitergehen, müssen wir an allen Rache nehmen. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding ein! Zerstör es jetzt!
Wo zur Hölle sind wir jetzt schon wieder? Steht irgendwas von National? Department. Nein, Defense. Laboratory. Ist auf jeden Fall sehr groß. Ja, ja. Wo auch immer du bist. Oh, guck mal, die kenne ich irgendwo, ja. Mhm. Alten sieht Sicherheitskamera ein, will kaputt machen. Da wundert es mich doch, dass du die anderen Sicherheitskameras im... Ich habe welche übersehen. Du, abgesehen von zwei, hast du so ziemlich alle übersehen. Ja, ich habe mindestens drei kaputt gemacht. Leute, ich musste schon mal so ein Ding zumachen. Ja. Musstest du. Habt ihr nichts daraus gelernt? Nein. Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindrucken mich. Mason. Jordi. Mason, du siehst jünger aus als das letzte Mal, als ich dich gesehen habe. Ich hatte solche Angst, dass du... Komm rein, Fuchs. Hast du abgenommen? Du siehst so ein... Ja. Komm, geh mir rüber zu mir. Ach, Fuchs will nicht reinreden. Warum will Fuchs nicht reinreden? Und wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Wo ist Cole? Er ist daheim. Es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst. Es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ja. Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Wann? Habe ich nicht mitgekriegt. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Ja, hat er doch schon mal gemacht. Ich habe dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Ach so, wie letztes Mal. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jody. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst,
bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Sekunde, was hatten wir doch mal da draußen? Vorm Fenster? Ja. Das wäre ja tragisch, wenn das irgendwer tun würde. Warte. Fuchs, komm durch. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Der darf gehen. Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schlag ihn! Ich würde so gerne. Oh, ich sehe schon, Aiden kennt mich wohl noch. Aiden konnte ich nie leiden. Bleib besser weg von mir, Ryan. Aiden verzeiht dir noch viel weniger als ich, verstanden? Gut. Hey Jody, ich hab mal dein Date mit dem ruiniert. Das hatte jetzt eine andere Perspektive, glaube ich. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als sie zu töten. Natürlich töte ich sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat sie geschickt? Aiden. Wo bist du? Eigentlich müsste da doch nochmal die Titelsequenz oder so kommen. Eben, eigentlich müsste doch langsam mal wieder ein Punkt kommen, an dem ich ausschalten kann. Ja gut, es hat gespeichert. Ja. Aber ich wollte eigentlich so einen Moment erwarten, wo vielleicht mal verlassen. Nicht gerade das Cutscene ist. Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird doch stärker. Was machen wir jetzt? Jody! Sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Okay, also... Okay, ja, dann würde ich sagen, Aiden sucht jetzt keinen Unterschlupf. Aiden guckt in einen weißen Himmel. Wunderschönes Bild, ne, Leute? Und in der... Und an der Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin... Tschüss und bye-bye. Ciao.